Herzlich willkommen im Kino des DFF und ich freue mich sehr, dass Sie heute gekommen sind, um sich einen Film von Francis Ford Coppola anzusehen. The Conversation, der Dialog, ein ungewöhnlicher und vielleicht auch etwas unbekannterer Film von ihm, aber dazu werde ich gleich noch was sagen. Tatsächlich gab es einen Moment in meinem Leben, in dem ich einen Brief erhalten habe, und zwar von einem gewissen Francis Ford Coppola, und natürlich konnte ich im ersten Moment nicht glauben, dass der Brief tatsächlich von ihm ist, und habe vermutet, dass irgendwer sich einen Spaß mit mir erlaubt oder ja. Und tatsächlich war der Brief aber von Francis Ford Coppola, und ich durfte einen Film mit ihm drehen in meiner Heimat in Rumänien. Der Film heißt Jugend ohne Jugend, Youth Without Youth, und ja, was gibt es eigentlich für ein größeres Geschenk für einen Schauspieler, als mit einer solchen Legende zusammenarbeiten zu dürfen. Ich hatte großen Respekt und natürlich auch ein bisschen Angst. Und es war auch eine sehr ungewöhnliche, sehr unkonventionelle Arbeit. Er ist ein ganz besonderer Mensch und vor allen Dingen ein ganz besonderer Filmemacher, bei dem man immer ein bisschen auf der Hut sein muss, weil man nie so genau weiß, was er im nächsten Moment machen wird. Wir haben nach einem Drehbuch gearbeitet, es gab aber auch viele Situationen, in denen wir improvisieren mussten. Und ja, es ist eine Erfahrung für mich gewesen, die mich wahnsinnig geprägt hat und für die ich unglaublich dankbar bin. Leider hat der Film kein riesiges Publikum erreicht, aber das, was er mir geschenkt hat als Schauspielerin und in meiner Erfahrung, ist natürlich einzigartig. Und ja, dafür bin ich auch für immer und ewig dankbar. Und als ich mich vorbereitet habe auf diesen Film mit ihm, habe ich zur Vorbereitung Der Dialog gesehen mit Gene Hackman in der Hauptrolle. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass er diesen Film gedreht hat zwischen der Pate 1 und der Pate 2. Und auch das erzählt viel über Francis, weil er einfach so ein ungewöhnlicher Filmemacher ist, der nicht nur an seinem kommerziellen Erfolg interessiert war und sich danach orientiert hat, sondern ein Filmemacher, der seinen absolut eigenen Kopf hat und die Sachen auch genauso macht, wie er sie machen möchte und muss, wie er das empfindet und spürt als großer kreativer Geist. Und das ist wirklich fantastisch. Und das ist eben ein Film, der sehr besonders ist und vor allen Dingen die Leistung von Gene Hackman, der wahnsinnig zurückgenommen, aber absolut brillant diese Hauptfigur verkörpert, die Sie gleich erleben werden. Die Paranoia, die in ihm aufkommt, dieses ganze Thema von Abhören und abgehört werden, das ist so faszinierend und das fängt Francis Ford Coppola auf eine einmalige Art und Weise ein. Und deswegen habe ich diesen Film heute für Sie ausgesucht und ich freue mich sehr, dass Sie ihn jetzt gleich sehen werden, und wünsche Ihnen viel Vergnügen dabei.